Heute ist so ein schöner Tag. Na, 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 na. Ich höre jetzt auf zu singen, aber ich habe echt gute News, vor allem für mich, denn ich werde heute driften lernen auf Eis. Wir stehen hier auf einem zugefrorenen See in Schweden und ich habe für euch mit dabei den Golf 8 Air Performance in der 20 Jahre Edition. Und was machen wir heute gemeinsam? Wir gehen einmal kurz um den herum, wir werden ein bisschen über die Technik sprechen und dann springen wir auch schon direkt rein und ich werde versuchen, hier auf Eis zu driften. Ich habe ganz schön Schiss, freue mich aber auch sehr. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Was ihr auf jeden Fall mal machen könnt, ist hier den Kanal abonnieren. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Fährst du quer, siehst du mehr. Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter sehr vielen Leasinganbietern, unter anderem auch bei meinauto.de, dem größten, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Und ich nehme jetzt mal meine Handy direkt und mache mir die jetzt in meine Jackentaschen. Der arme Jan muss jetzt hier mit kalten, ja, nackten Händen filmen. Wir haben beide unsere Handschuhe vergessen, aber darum geht's nicht. Handschuhe brauchen wir eigentlich auch gleich fürs Driften, weil das wird richtig geil. Spiegelglatt ist jetzt hier der Track da hinten, über den wir dann gemeinsam fahren werden. Aber jetzt sprechen wir erstmal über die 20 Jahre Edition. Und ja, der Golf R wird 20 Jahre. 2002 kam ja der erste Airgolf auf den Markt und seitdem haben sich insgesamt 260.000 Stück verkauft. Sehr beliebt. Und hier eben diese Sonderedition. Die gibt es in drei verschiedenen Farben, in diesem Lapis Blau, kostet ungefähr 800 Euro Aufpreis, in einem Weiß oder auch in einem Schwarz. Ich finde das Blau ganz geil, gehört für mich zu R irgendwie dazu. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir vielleicht mal über die Optik. Wir haben jetzt hier serienmäßig bei der R-Variante Matrix-LED-Licht immer mit dabei, so eine Verbundleuchte hier in der Mitte. Das R ist an der Seite jetzt auch nochmal in einem schönen Lapisblau gezeichnet und für mich ein sehr gutes Licht. Matrix-LED-Licht leuchtet den Gegenverkehr ab, Schilder unter anderem an. Also ihr fahrt damit eben permanent mit Fernlicht. Hier jetzt auch schön nochmal so eine blaue kleine Leiste, die aussieht wie so ein Wimpernkranz, und IQ Light steht jetzt hier auch nochmal an der Seite. Schwarze Elemente hier, sieht böse aus. Ihr seht auch hier schon, hat man das ein oder andere Stück Eis drin. Ich lasse das lieber mal schmelzen, bevor ich es da rausziehe und den Lack kaputt mache. Denn man muss heute richtig aufpassen. Über Nacht gab es Frost und die ganzen Wände auf den Tracks sind jetzt hart wie Beton. Das heißt, ich darf heute auf keinen Fall da reinfahren, sonst knallt es und tut nämlich ziemlich weh. Ich möchte hier die Karosserie nicht kaputt machen. Jetzt gehen wir an die Seite und sprechen über die Ausmaße. Ist die Richtung richtig, Jan? Gut, 4,29 Meter ist er lang, 1,79 Meter breit und 1,46 Meter hoch, hat einen Radstand von 2,63 Meter. Kompaktauto, ich stehe auf dem Golf, ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, aber mein Opa ist Golf gefahren, Mama ist Golf gefahren. Ich habe mit dem Golf Autofahren gelernt, vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich heute driften mit dem lernen, und ich habe seit neuestem auch ein Erdbeerkörbchen, also ein Golf 1 Cabrio. So, genug Golfliebe. Was haben wir denn jetzt hier an Technik mit dabei? Wir haben hier einen Torx-Splitter mit dabei. Den gibt es unter anderem auch im Cupra Formentor oder auch im Audi RS3. Haben wir euch beide bei uns auf dem Kanal VZ5, vorgestellt. Ne? Ja, den VZ5, genau, nur beim VZ5. Unterschied von den beiden Autos zu dem hier ist, dass der jetzt hier einen Vierzylinder hat und eben keinen Fünfzylinder. Ich stehe auf den Fünfzylinder, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern was kann dieses Torx-Splitting? Wir haben hinten eben die Möglichkeit, das Drehmoment zu verteilen. Bis zu 100% der Kraft kann ans kurvenäußere Rad gehen und damit haben wir quasi sowas wie ein Dreirad-Drift. Generell haben wir hier einen Allradantrieb, bedeutet, wir bekommen die Kraft von vorne nach hinten über eine Lamellenkupplung. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Felgen an und reden über die 20-Jahre-Edition. Eigentlich gibt es da extra Felgen dafür. Wir haben jetzt hier aber die Winter-Edition mit am Start und guck mal, was wir auch am Start haben. Wir haben nämlich hier, ja, speziell für die Eisfläche nochmal präpariert ein paar Spikes drauf, damit ich das auch überlebe und vor allem Jan das überlebt. Hier steht R nochmal drauf, schwarze Spiegelkappen. Eigentlich sind die hier bei der 20-Jahre-Version immer in einem Blau. Bei dem Lapis Blau lohnt sich das nicht, wäre sonst Blau und Blau. Bei dem Weißen könnt ihr mal bei uns auf dem Kanal schauen, den hat Jan euch vorgestellt. Da ist auf jeden Fall alles wieder in diesem Blau-Blau. Sonst haben wir hier alles schwarz umrandet, optional auch noch ein Glasschiebepanorama dafür 1.000 Euro und auch ein adaptives
DCC für 1000 Euro. Interessant jetzt hier bei der Version ist, dass wir den nochmal 2 Zentimeter tiefer gelegt haben. Der Sturz vorne ist auch nochmal ein bisschen stärker. Mega geiles Auto, vor allem eben jetzt hier zum Driften lernen. Jetzt schauen wir uns noch schnell das Heck an. Sehr schick, wie ich finde. Ich habe vorhin auch zum Jan gesagt, ich finde ihn richtig, richtig sexy. Warum? Wir haben jetzt erstmal hier einen fetten Spoiler oben drauf. Das Auto natürlich. Nochmal hier schwarz abgesetzt. Dich natürlich auch. Aber das Auto vielleicht ein bisschen mehr. Hinten sehr schöne Leuchte. Nein, hinten sehr schöne Leuchte. Sieht ein bisschen futuristisch aus. Ich finde, das ist ein bisschen konträr zu dem anderen Look des Autos. Er steht jetzt hier nochmal drauf und optional für 4000 Euro. Das geilste in diesem Auto. Und zwar, ich sage es jetzt hier extra nah ans Mikrofon. Wir haben eine Akrapovic-Auspuffanlage. Knallt, macht einen richtig guten Sound. Wir haben drin ja auch dann nochmal einen Special-Modus bei den Drive-Modes, also wirklich einen Nürburgring-Modus und auch noch einen Drift-Mode. Und dann wird das richtig laut, bedeutet hier ja klappengesteuert, kann lauter oder eben leiser werden. Spoiler könnt ihr euch auch nochmal angucken. Sehr gut, wir haben jetzt hier auch direkt einen Abschlepphaken am Start. Falls ich mich hier irgendwie jetzt reinfresse in die Betonwand, was wir nicht hoffen, ja, werden wir auch direkt abgeschleppt von einem Touareg. So, 1555 Kilo wiegt dieses Auto. Touareg kann ja 3,5 Tonnen ziehen, also gar kein Problem, kriegen wir hin. Was haben wir jetzt hier? Einen großen Kofferraum, ausreichend Platz, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Wichtig ist, dass der Kofferraum leer ist, dass wir jetzt gleich beim Driften keine störenden Elemente drin haben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den wieder zu. Alles hier gut verarbeitet. Ich will fahren. Ich habe keinen Bock, jetzt hier über den Kofferraum zu reden. Großartig. Wir gehen jetzt gemeinsam noch auf die Rückbank. Ich mache jetzt hier mal auf. Jan möchte auf die andere Seite, mache ich ihm auch gerne auf. Türen schlagen weit auf, bedeutet, ich komme hier ganz gut ran. Auch für die Kiddies. Und übrigens haben wir jetzt hier, um nochmal festzustecken, wo ich lang darf oder nicht, noch so ein paar, wie nennt man sowas, Jan? Stöcke. Nein, da gibt es doch bestimmt einen professionellen Namen für, oder? So, ich gehe rein, klopf die Füße mal aus und hoffe, dass das mit dem Mikro klappt. Ich habe jetzt hier auch eine ganz dreckige Jacke. Ja. Radstand 2,63 Meter. Ich habe ausreichend Platz nach vorne hin, nach oben hin. Glasdach seht ihr dann da vorne. Es geht nicht bis ganz nach hinten. Dafür haben wir hinten sehr schöne, moderne LED-Leuchten, die auch so dimmbar sind und per Touch funktionieren. Könnt ihr die bitte anmachen? Ja, sehr gerne. Hier unten dann auch noch ein Mitteltunnel. Wie gesagt, wir haben ja eben ja, die Möglichkeit, den Allrad zu verteilen und auch die Kraft. Lüftungsdüse können wir hier auch nochmal einstellen und auch noch die Klimaanlage. 20 Jahre spezifisch ist, dass wir jetzt hier beispielsweise so blaue Elemente in den Kopfstützen haben. Wir haben hier diesen Carbon-Look, der ganz schick ist. Hier dann auch noch eine kleine Mittelkonsole mit einer richtigen Durchreiche, die wir aufmachen können. Und vor allem jetzt hier auch sehr schöne, bequeme Sitze. Carbon-Look finde ich schon ganz schön fancy, oder? Jetzt gehen wir vor und sprechen noch über die technischen Daten, oder? Ja. Machst du deine Tür zu? Dankeschön, dann komme ich hier rum. Kann ich die Motorhaube einfacher aufmachen. Und zwar bedeutet 20 Jahre Performance eher, dass wir jetzt hier auch noch ein bisschen mehr Bums haben, denn wir haben 333 PS, konnte ich mir einfach merken, 13 PS mehr als die Standardversion, 420 Newtonmeter, also 20 Newtonmeter mehr als die Standardversion. Der ist in 4,7 Sekunden auf 100. Wir werden heute nicht auf 100 beschleunigen, sondern eher driften. Aber wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Hier könnt ihr auch mal reinschauen. Ist ein 4-Zylinder, 2-Liter Motor. Wie gesagt, kein 5-Zylinder wie beim RS3 oder auch beim Formentor. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal zu. Wir gehen gemeinsam jetzt in den Innenraum und dann wird aber auch schon sofort losgefahren. Und ich habe ein bisschen Schiss. Ich bin gespannt, wie ich mich schlagen werde. Jan kommt auch dazu. Da gibt mir vielleicht noch ein paar Tipps. Die Instruktoren hier sind auch schon ein bisschen nervös, dass ich gleich allein hier losfahre. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt Lust. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Oh, ich will losfahren. Aber Jan hat gesagt, Jesse, jetzt zeigt euch noch kurz den Innenrahmen. Er hat recht, ich zeige euch jetzt noch kurz den Innenrahmen, denn der ist ziemlich gut. Erstmal zu den Sitzen. Wir haben jetzt hier richtig schöne R-Sitze. Hier hinten dann in diesem dunklen Blau an der Seite dann eben Carbon-Look. Vorne schön das R nochmal eingestickt. Wir haben hier auch eine Sitzheizung mit dabei. Die machen wir gleich dem Jan rein. Der Arm hat jetzt hier auch die ganze Zeit bei Minus. Ich glaube, wir haben minus 17 Grad oder so gefühlt, aber minus 10 Grad sind es wirklich. Für mich sind es fast minus 20 Grad. Hat er jetzt die ganze Zeit durchgefilmt. Wir machen hier kurz den Schwenk über den Carbon-Look jetzt hier. Sehr, sehr schick, beziehungsweise ist richtiger Carbon. Ist nicht kein Look wie in den Sitzen, sondern echter Carbon in die Tür. Und auch da haben wir erstmal
Richtig cool, wieder Carbon, eine gepolsterte Armauflage und ja, ein bisschen Hartplastik. Ich weiß, beim Golf haben viele geschimpft, ich habe hier zu viel Hartplastik drin, ich habe hier keine richtigen Knöpfe im Innenraum, ich habe hier eine blöde Leiste, wo es irgendwie nicht nachts eine Beleuchtung gibt für die Lautstärke und so. Fair enough, ihr habt recht, da arbeitet Volkswagen dran, da gibt es vielleicht auch bald in Zukunft ein paar Updates. Jetzt sprechen wir aber hier noch über die Mittelkonsole, hier Klavierlack, bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber wir haben jetzt hier ein schönes R auf dem Schlüssel. Passt jetzt hier auch sehr gut rein, damit er jetzt nicht beim Driften gleich rumfliegt. So einen kleinen Toggler für die Gänge, finde ich auch ganz interessant. Vorne dann hier eben auch nochmal eine induktive Ladefläche. Kann ich jetzt hier hoch machen, mein Handy reinmachen, dann habe ich es jetzt schon mal nicht mehr im Sichtfeld. In der Mitte dann zwei Cupholder. Wir haben jetzt hier auch noch, vielleicht machen wir das auch gleich aus, eine Funke mit dabei, falls der Instructor kommt und sagt, Jesse, du baust nur Mist. Hier dann auch nochmal ein bisschen Platz, sowas zu verstauen. Auch nochmal hier blaue Nähte. Jetzt würde ich vorschlagen, Jan kommt rein und wir sprechen eigentlich über das Wichtigste hier. Ich mache mal hier kurz wieder das Teil raus. Und zwar sind das fürs Driften die verschiedenen Fahrmodi. Ich mache jetzt mal den Motor an, hier vorne am Start-Stopp-Knopf. Hört sich schon mal nicht schlecht an auf jeden Fall. Und hier bei Mode haben wir jetzt Komfort, Sport und Race. Und wenn wir auf Race gehen, haben wir einmal den Drift-Mode. Und jetzt hört mal kurz zu, ich bin mal still. Ja, wird schon mal lauter und hier haben wir auch noch den Spezialmodus mit der Nürburgring-Bezeichnung. Auch ganz interessant, jetzt kann man hier übrigens sich das nochmal genauer durchlesen, warum es jetzt extra hier Nordschleifen-Modus gibt und was kann man hier alles einstellen. Ich bin großer Fan davon, wir haben nämlich hier einmal das DCC in zig verschiedenen Varianten von sehr komfortabel, das ist wirklich sehr hart abgestimmt. Wir können die Lenkung hier jetzt auch in drei verschiedenen Einstellungen speichern, den Antrieb, den Motorsound jetzt sogar im Pure, was ich ganz geil finde. Man kann jetzt hier beispielsweise auch mal anhören, wenn es Race ist. Wird ein bisschen lauter. ACC haben wir und die Lichtassistenz kann hier aber auch alles wieder zurücksetzen. Wir schauen gleich mal, mit was wir losfahren. Ich glaube nämlich, für Drift ist es heute ja fast zu rutschig und zu glatt. Wir gucken es uns mal an und hier ist jetzt auch ganz cool, wir haben jetzt hier alles zum Fahrzeug. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, kann ich bei den Bremsen das ESC einfach ausmachen oder ich kann hier oben einfach runterziehen und mir das auch noch als Shortcut reinmachen. Falls ich sofort losdriften möchte, habe ich das auf jeden Fall direkt am Start. 7-Gang DSG, dafür haben wir jetzt hier die Schaltpedal, wir haben jetzt hier alles für die Assistenzsysteme, einen R-Knopf, da komme ich direkt dann halt auch zu Race. Sehr praktisch, ne? Komfort, Sport, Race, muss jetzt nicht hier vorne rumdrücken, sondern habe hier einfach den Knopf dafür. Es ist kapazitiv, kann man sich drüber streiten, ich bin auch kein großer Fan davon. Hier geht es auch noch Lautstärke zu regeln. Wenn wir jetzt nachher ein bisschen umgreifen werden, bin ich gespannt, ob ich aus Versehen auf irgendeinen Knopf kommen werde oder auch nicht. Und hier können wir uns dann hier nochmal verschiedene Ansichten oben anzeigen, können hier auch noch einen Laptimer reinmachen. Also es ist hier auf jeden Fall nochmal alles ein bisschen sportlicher, ein bisschen straffer. Habe ich irgendwas vergessen, Jan? Vielleicht Lenkrad hier unten noch. Schön, dass er integriert. Auch nochmal blau. Volkswagen hier in der Mitte. Und da vorne haben wir auch noch ein Head-Up-Display. Sollen wir losfahren? Los geht's. Los geht's. Ich habe richtig Lust. Woohoo! Wie geil ist das denn? Wir haben den gleichen Felgen-Tilt-Pullover an. Mein Traum geht in Erfüllung und gleich darf ich auch noch driften. Hast du auch Lust? Ihr denkt, das ist Zufall, aber eigentlich schaut Jesse sich immer an, was ich anziehe und zieht sich dann das gleiche an. Das ist mehr als peinlich und ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, weil wir angefangen zu filmen. Und was noch schlimmer ist, ich drift relativ gern und häufig. Ich bin quasi abgedriftet. Aber Jesse hört halt nicht auf mich. Ja? Also ja. Ich habe auch Verbot, jetzt irgendwelche Mansplaining-Tipps zu geben. Deshalb hat VW gesagt, hier Jesse, Eisfläche. Du denkst ja sowieso, dass du alles kannst. Just do it. Halt, stopp, das denke ich nicht. Ich war jetzt auch noch nie wirklich auf Eis driften, aber mir wurde ja gesagt, aber fuck it, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wir haben jetzt hier das ESC, das kann ich ausmachen, ne? Ist richtig. Das machst du erstmal aus, wie jeder Profi. Übrigens, oder? Für diejenigen zu Hause, es ist hier hure kalt, wie man so schön sagt in der Schweiz, das ist da nichts Schlimmes. Macht es nicht. Macht so ein Training hier. Übrigens, VW bietet sowas an. Übt Driften, macht es nicht auf öffentlichen Straßen, sonst gibt es Ärger von der The Car Crash Review Polizei. So, okay, jetzt probieren wir das einfach mal. Ah, ich muss jetzt erstmal hier Gang machen. Sound haben wir uns auch noch kurz angehört. Ihr seht schon, ich bin mega nervös. Warum? Und jetzt ist für mich Driften so einschlagen aufs Gas. Geht doch. Eigentlich geht's, oder? Ja. Jetzt müsstest du nur noch dahin driften. Und jetzt wo kommt du halt der Gegenschlag, willst. Okay, und jetzt muss ich zurück. Und vielleicht, ich soll dir nichts sagen, das Lenkrad vielleicht nicht aus richtig der Hand. Halt. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, oder? Was ich hier mache. Ja.
Oder was sagst du? Ist halt mit dem Drift Mode echt okay. Ja, aber also was willst du dann machen? Einen Donut ziehen? Nee, was okay. ich jetzt eigentlich machen muss, und da habe ich ein bisschen Schiss vor, ist jetzt gleich da auf so einen Track. Und ehrlich gesagt muss ich es mir dafür, glaube ich, nochmal richtig erklären lassen, weil auf dem Track haben wir vor allem eben die Problematik, dass die Wände hier hart sind wie Stein und ich drehe mich hier ein. Welche und sobald Wände? Gibt es da Wände? Ja, klar sind da Wände. Guck doch mal da hinten, jetzt sieht man es gar nicht richtig. Ich bei der Car Crash Review werden Wände eingerissen. Du meinst die Schneewände? Ja, genau, von dem Track halt. Und die sind jetzt hart. Und wenn ich da dagegen fahre, dann mache ich das Auto kaputt. Und deswegen würde ich sagen, holen wir uns mal einen Profi dazu und lassen es uns erklären, oder? Und dann fahren wir gegen die Wände. Wir haben uns jetzt eine Strecke ausgesucht. Da vorne seht ihr es, rechts und links haben wir ja Wände. Ich habe ein bisschen Schiss da reinzufahren, dass da irgendwas schief geht. Und wir haben jetzt gerade schon ein bisschen geübt und ja, wie war's? Schneewände haben wir. Ja, da sind Schneewände. Die sind halt über Nacht gefroren und das heißt, wir dürfen jetzt keine Scheiße bauen, sonst gibt es einen Golf R 20 Jahre Edition auf der Welt weniger. Aber da hat Jessie natürlich unglaublich Gutes in dem, was sie da macht. Absolut gut, ja, ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir machen jetzt mal das ESC aus und wir gehen hier in Drift, oder? Ja, bei dem Modus haben wir uns auch schon gestritten. Jessie mag den Nürburgring-Modus gern. Ich finde, im Drift-Modus ist es am leichtesten, auf Eis zu driften. Übrigens haben wir hier Spikes drauf. Der Instructor, der findet eine ganz eigene Einstellung wieder am besten. Und jetzt schauen wir einfach mal, was Jessie gelernt hat. Also erstmal ist es spiegelglatt. Bedeutet, ich muss jetzt hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn ich jetzt hier mal versuche, die Kurve anzufahren und ein bisschen Gas zu geben, gleich gegenzulenken und dann... Geht doch. Funktioniert das, ja. Ich bin jetzt da nicht wirklich gut drin. Ich bin hier jetzt keine Driftkönigin, aber es funktioniert und man kriegt dann irgendwann auch so ein bisschen hier Gegenschlag nutzen, das Gefühl eben für das Auto. Und dann klappt das auch hier jetzt wieder rein. Huch, ja, okay, das war ein bisschen wild. Also ich habe jetzt eine Stunde oder so geübt. Ich bin jetzt keine Drifterin, ich kann das nicht wirklich gut. Aber I try my best. Wie ging es dir jetzt hier so Tage? Huch, da wäre ich fast reingefahren. Wie war das jetzt für dich so heute mit dem Üben und gestern Abend noch? Ich habe, muss ich ehrlich sagen, sowas schon richtig oft gemacht und dafür bin ich erschreckend schlecht darin. Ich finde, dass du tolle Fortschritte gemacht hast, wenn ich euch mal was zeigen darf da vorne, ist das, dass der See da unten mit seiner gefrorenen Struktur fast aussieht wie Asphalt, ist aber kein Asphalt. Spikes haben wir hier drauf. Was auch interessant ist, Jessie hat es inzwischen sogar ein bisschen gelernt, dieses Auto leicht anzupendeln vor der Kurve. Also das ist schon beeindruckend. Vielleicht, wenn ich was zum Auto erklären darf, warum ich den Drift-Modus gut finde. Erstmal ESC ist aus. Und wir haben ja hinten quasi ja von der jeweiligen, von der Antriebswelle zwei Lamellenkupplungen weg, die eben dann an die äußeren Räder gehen und das äußerste Rad wird belastet und damit haben wir so eine Art Zweirad-Drift. Wenn ich euch jetzt vielleicht für die es lernen wollen, erklären darf, ohne jetzt sehr, ja, wie soll ich sagen. Hat das irgendjemand mal gesagt mit dem Mansplaining? Ich finde, ja, das ist doch manche geschrieben. Ach, ja. Bullshit, ich bin so froh, dass ich Jan dabei habe. Okay, also, wenn ich es erklären darf, was Jessie macht. Hier kommt eine Pendelbewegung. Nee, die kam noch nicht. Da. Hier kommt sie. Jetzt lenkt sie ganz schnell gegen. Zu schnell. Nutzt den Gegenpendler aus, bleibt am Gas, also von außen anfahren, in die Mitte ziehen. Bleibt am Gas, nutzt den Gegenpendler und driftet so schön rein. Da vorne können wir es besser zeigen, weil da haben wir eine S-Kurve. Was man bedenken muss, ist, wenn man halt quer durch eine Kurve fährt, wird die Kurve aus meiner Sicht immer relativ eng, weil, naja, man fährt sie halt eben quer an. Wir sind auch schon ein, zwei Mal jetzt stecken geblieben hier drin. Verrat das doch nicht! Ja, aber das gehört ja dazu, ne? Weil Driften lernen heißt, dass man halt in den Grenzbereich reinkommen muss. Ich finde, Jessie, dass du das wirklich, schaut euch das an, wirklich gut machst. Und vor allem finde ich eine Sache beim Driften halt mega wichtig, weil wenn man das hier kann, versteht man, was ein Auto auf Eis macht. Und wenn man dann halt mal wirklich im Urlaub ist, im Skiurlaub und die Situation hat, dass es ausbricht, machen, glaube ich, so 50% der Leute genau das Falsche. Jessie jetzt nicht mehr, weil Jessie mit DSCH ist eine tolle Drifterin. Das aber jetzt musst so. Du erzählen, wie es sich anfühlt.
Also erstmal hatte ich natürlich riesig Schiss. Ne? Ich habe ja riesen Respekt hier davor, einfach mal so aufs Gas zu drücken, dann hier das Heck so wegschleudern zu lassen. Da muss man plötzlich dagegen lenken und so und auch Gegenpendler nutzen. Das ist aber, wenn man so in diesem Tanz drin ist, und davon würde ich jetzt noch sagen, dass ich weit entfernt bin, macht das bestimmt auch richtig krass Spaß, aber es ist auch extrem anstrengend. Ne? In diesem Tanz drin ist. Wie heißt das? Der Film mit Michael Jordan, The Last Dance. Bongola. So fühlt sich schon aber mich die an. Aber die machen wir jetzt nochmal, die kann The ich Last nämlich Dance. Ganz gut. Das ist deine Lieblingskurve. Die kann ich nämlich noch ganz gut, also hier an. Okay, nee, die machen wir nochmal hier von außen. Ja, wow. Und aufs Gas, hier ist wichtig, auf dem Gas bleiben, gegenlenken und wieder zurück. Ja, ging auch ich besser. Ich finde, du machst das gut, man muss halt sehen. Wow! Verarsch mich nicht, du Wichser. Hast du Wichser gesagt? Ja, im öffentlichen Fernsehen. Auf unserem Im Fernsehen? Kanal. Im Kanal dürfen wir das sagen. Ins Fernsehen schaffe ich es damit leider nicht hier mit der Leistung. Doch. Was wir jetzt machen ist, entweder Jessie lässt mich noch fahren oder sie bleibt hier ewig auf dem Eis, wie so eine Kuh. Ey, wie bitte? Eine Kuh auf, wir müssen die Kuh jetzt vom Eis wegen holen. Wegen Mansplaining macht er sich Stress, aber so scheiß. Wegen Kuh auf Eis oder es gibt direkt das Fazit und bei uns eine Trennung. Was? Jessie, was ist passiert? Wir haben uns festgefahren. Ja. Wir haben uns festgefahren und weil wir sind ein Team. Also wir machen immer alles zusammen und ihr wisst ja, jedes Team ist nur so stark wie das schwächste Mitglied, das bin ich. Es gibt mir ein bisschen Genugtuung, weil ich sage euch was, Freunde, ich habe das nicht geschafft, den EV6 GT quer zu fahren. Oder erst nach sehr viel Übung, als die Kamera schon aus war. Und Jessie vertraut mir nicht mehr, was Thema Autofahren und Driften angeht. Und das gehört allerdings auch dazu. Wir sind jetzt hier tatsächlich in so einen Eishaufen gefahren. Da hinten kommt der Tourer und zieht uns gleich und raus. Und werden jetzt abgeschleppt. Macht aber nichts, weil aller Anfang ist schwer. Und nur wenn man halt über den Grenzbereich mal rausgeht, lernt man halt was auch. Was ich gerade gemacht habe. Was ich auch gerade gemacht habe. Fühlt sich schlecht? Nee, ich fühle mich nicht schlecht, aber ich würde vorschlagen, dass du es vielleicht zeigst, wie es besser geht, oder? Zeigst du mal, wie es geht. Wenn nein, ist dein Video. Nein, du fährst auch mal eine Runde. Jetzt hast du es. And when a hero comes along. Jetzt zeigt Jan mal, was er kann. Ganz schön selbstbewusst für jemanden, der gerade fast zwei Kühler getötet hätte. Du meinst, und dieses Auto richtig massiv gerade auf so einen Haufen gesetzt hat. Aus. Jessie, was aus. Ist mein Lieblingsmodus? ESC aus. Drift. Du hast ESC nicht richtig aus. ESC. Aus, das ja, Recht Mann. Auf Sport ist es. Jetzt fahren wir mal los, oder? Mhm. Und du denkst jetzt, ich will jetzt hier den Hero-Shot für mich. Ganz ehrlich, ich habe meine ganze menschliche Individualität, die wurde mir gerade genommen, weil wir gleiche Pullis anhaben. Und vor allem kann ich jetzt ja auch nur verlieren hier im Drift. Und schaut euch das mal an. Großartig hier, wie dieses Auto reagiert. Erstmal will ich Jessie loben. Toll, dass du das mitmachst und dir nicht zu fein dafür bist, im Internet dich zu zeigen. Oder vielleicht zu blamieren. Ja, bei einer Sache, die du noch nicht so häufig gemacht hast. Das finde ich gut. Und das Auto hier auf Eis ist eine Waffe, ne? Weil erstens ist es einigermaßen klein. Das heißt, man kann hier diese Pendelbewegungen schön machen. Und wie gesagt, Kurven werden halt schmal, wenn man sie quer anfährt. Und der Driftmodus, den finde ich hier sehr dankbar. Was macht man also? Außen anfahren, nach innen ziehen. Man kann diesen Pendler auch leicht einleiten mit so einer kleinen, kleinen Bremse. Was interessant ist, so. Und dann habt ihr so eine Art Powerslide, die hier möglich ist. Ne? Also eigentlich lenkt man genau entgegengesetzt der Richtung, in die man eigentlich driften will. Und so kann man das halt schaffen, den richtig schön ums Eck zu ziehen. Schaut mal hier, für mich, ich hätte eigentlich mir gern so eine bisschen größere Strecke gewünscht, wo man den Drift länger ziehen kann. Eigentlich ist nur hier richtig gut, ne? Ja, aber hier dieses Doppel-S ist schön, weil schaut mal, hier habt ihr den Pendler drin, rutscht schön rum, zieht ihn dann wieder auf die andere Seite, Pendler wieder abfangen und das macht aus meiner Sicht schon
mega viel Spaß. Man kann hier auch den zweiten Gang festhackern. Dann hat man noch ein bisschen mehr Drehmoment, ist mir gerade aufgefallen. Schaut mal hier. Und so kann man dann theoretisch so eine Agentenwende üben. Oder kann üben, ja, auf der Straße schnell ums Eck zu kommen oder so. Aber ehrlich gesagt, Jessie, fällt mir gerade auf, so viel besser als du. Ehrlich gesagt, kaum besser. Du hast es schon ausgesprochen gut gemacht. Dankeschön. Mit diesen Worten kann ich mit gutem Gewissen und gutem Herzen Richtung Fazit düsen. Ja? Und driften, ja. Ja, wie versprochen, kommen wir zu meinem Fazit und ich hätte es nicht gedacht. Ich habe es geschafft, ich habe driften gelernt und tatsächlich habe ich hier ja die besten Bedingungen dafür gehabt. Aber erstmal schreibe ich jetzt einfach hier, weil ich Bock habe, The Car Crash Review noch drauf, weil guck mal, das habe ich mir verdient. Und was wir uns auch verdient haben, ist, dass ihr mal unseren Kanal abonniert, denn wir geben uns echt Car Crash Review, echt Mühe, Review. Hier unsere Titel immer richtig zu schreiben. Das heißt, ich bin auch jedes Mal dankbar, wenn wir hier Fehler in die Titel packen und ihr uns darauf aufmerksam macht, weil, ja, das war meistens ich. Jetzt sprechen wir hier aber nicht über meine Rechtschreibschwäche, sondern über den Golf Air Performance 20 Jahre. Was für ein geiles Auto. Ich habe ja mit einem Golf Auto fahren gelernt, habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Ich hatte meinen Audi S3, für den S3 hat es nie gereicht und jetzt ganz neu eben in der Generation auch noch der Torx-Splitter mit dabei. Der beginnt ab 59.990 €. Da haben wir zwar die Akrapovic nicht dabei, da haben wir auch nicht das Glasschiebe-Panoramadach nicht dabei, aber sonst ist der eben, so wie ich den euch gezeigt habe, mega geiles Auto. Super viel Technik, super viel Fahrspaß, noch richtig viel Sound. Ich finde krass, dass sie das so zugelassen bekommen haben. Und ein richtig cooler Look, der irgendwie sportlich ist, aber nicht so proletig. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie ist der genau das Richtige. So ein S3 ist ja mittlerweile auch sehr, sehr aggressiv auf der Straße. Gefällt mir ganz gut, aber der ist nochmal so ein bisschen Ticken zurückhaltender, macht aber einfach richtig viel Spaß, vor allem hier mit den 13 PS und 20 Newtonmeter mehr. Was ihr auf jeden Fall mal machen könnt, ist bei modezinser.de vorbeischauen. Warum? Die haben uns heute ja ziemlich warm gehalten und da bekommt ihr bei uns einen Code mit 15 € ab 99 €. Die packe ich euch unten in die Infobox. Und abonniert auch gerne unseren Kanal, wie gerade schon gesagt. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Drift sehen. Bis dann, Freunde.